Ah, liebe Freundinnen und Freunde zu Hause an den Bildschirmen, die Familien haben während der Corona-Krise eine große Last getragen. Das Schließen der Kitas und Schulen hat viele Familien im März vor große Herausforderungen gestellt, Familienpolitik, Kinderbetreuung und Homeoffice unter einen Hut zu bringen. Und deswegen motiviert es uns sehr, auch mit einer progressiven Familienpolitik auch während und nach der Corona-Krise hier an den Start zu gehen. Denn es waren wir Grüne mit unserer Superfamilienministerin Anne Spiegel, aber auch mit Annalena Baerbock, die die Perspektiven von Familien in der Corona-Krise erst ins Rampenlicht der Berichterstattung während des Lockdowns gebracht haben. Und ich denke, das ist auch nochmal einen großen Dank wert an Anne. Wir können jetzt hier nicht klatschen, aber es kann einen virtuellen Love Storm mit den Blümchen geben. Und jetzt könnt ihr alle dafür klicken auf unsere Superfamilienministerin, dass wir die Perspektiven von Familien, Kindern und Eltern so in den Fokus gerückt haben. Die Situation der Familien motiviert uns Grüne mehr denn je, für eine progressive Familienpolitik zu streiten. Denn die Entwürfe von Familien sind so bunt wie eine Gesellschaft. Ob Patchwork, ob Regenbogenfamilie, ob gemeinsam erziehend oder ob alleinerziehend, wir Grüne greifen allen Familien unter die Arme. Denn die Familien sind so bunt wie unsere Gesellschaft und wir Grüne sind die Familienpartei in Rheinland-Pfalz. Wir wollen uns für eine noch bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen. Dabei wollen wir die Chancen des mobilen Arbeitens betrachten. Wir wissen, und das haben wir auch im Lockdown gesehen, dass das Homeoffice und die Betreuung von Kindern gleichzeitig nicht das Allheilmittel ist. Und deswegen werden wir noch im Verlauf der Beratung dieses Kapitels auch eine Abstimmung mit einer Debatte über das Homeoffice und unsere genaue Position dazu führen. Ein weiterer Aspekt unserer grünen Familienpolitik sind die Rechte von Kindern. Denn im kommenden Wahljahr, mit der Landtagswahl im März, aber auch der Bundestagswahl im September, werden wir einen großen Fokus auf die Rechte von Kindern legen. Wir wollen sowohl im Bund in Berlin als auch im Land hier in Rheinland-Pfalz die Kinderrechte konkret in die Verfassung bringen und sie damit so stärken und auch auf ein neues Level heben. Und wir wollen der Kinderarmut den Kampf ansagen, denn es ist eine große Schande, dass in unserem reichen und wohlhabenden Land Kinder immer noch in Armut aufwachsen müssen. Deshalb ist es endlich Zeit für eine richtige Kindergrundsicherung, die den kompletten Mindestbedarf von Kindern abdeckt. Denn nur so können wir Chancengerechtigkeit beim Aufwachsen von Kindern herstellen. Nur so gibt es Chancengerechtigkeit auch in der Bildung und auch in der Freizeit von Kindern, dass Kindern auch die Möglichkeit gegeben wird, Musikinstrumente zu lernen, in die Sportvereine zu gehen und sich weiterzubilden. Darum brauchen wir die Kindergrundsicherung jetzt. Ein Kapitel, weswegen ich mich sehr motiviert habe, auch für die grüne Jugend, für den Landtag zu kandidieren, ist die Jugendpolitik und die Jugendbeteiligung. Wir Grüne sind neben der Familienpartei auch die Jugendpartei und wir haben wie keine andere Partei die Interessen der jungen Generation, der Generation von Fridays for Future und von Black Lives Matter im Blickpunkt. Und deswegen wollen wir mit einem starken grünen Ergebnis bei den Jungen und Erstwählerinnen auch in der Landtagswahl abschneiden. Unser grünes Ziel ist es, allen Jugendlichen, unabhängig ihrer Herkunft und ihrer Bildung, die Teilhabe an Demokratie zu ermöglichen. Doch wir bekommen die Jugendbeteiligung in Rheinland-Pfalz nicht besser gemeckert, sondern nur besser gemacht. Deshalb wollen wir im Landtag die Rechte der Jugendbeteiligung in der Gemeindeordnung ganz konkret stärken und so Jugendbeteiligung flächendeckend im Land institutionalisieren. Wenn wir die Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene mit dem Schulunterricht verknüpfen, können Jugendliche Demokratie praktisch erlernen und erleben. Denn jungen Menschen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, ist der beste Weg, auch morgen engagierte, demokratiefähige und dem Gemeinwohl verpflichtete Bürgerinnen und Bürger zu haben. Es ist jetzt an der Zeit, das Wahlalter zu senken. Die Perspektiven von meiner Generation, der Generation von Fridays for Future, Black Lives Matter und auch der Grünen Jugend sind in den Parlamenten deutlich unterrepräsentiert. Aber selten waren Jugendliche so engagiert und so politisch motiviert wie heute. Fridays for Future und Black Lives Matter halten unserer Gesellschaft den Spiegel vor und werden nicht müde zu betonen und politische Versäumnisse aufzuzeigen. Ein kleiner Gruß an die CDU. Es ist längst wissenschaftlich erwiesen, dass sich Minderjährige genauso gut politische Urteile bilden können wie Volljährige.
Daher ist es jetzt und in der nächsten Legislatur längst überflüssig, den politischen Einfluss der Jugend auch in ein formelles Wahlrecht zu überführen. Lasst uns endlich im nächsten Landtag das Wahlalter senken. Dankeschön.